Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo? Kann ich Sie ein Stück mitnehmen? Ja. Das ist ja nett. Und? Was machen Sie hier draußen so ganz alleine? Wow, Sie scheinen ja sehr gesprächig zu sein. Der Kolibri-Killer ist immer noch auf freiem Fuß und wurde bis dato noch nicht gefasst. Eine Spieluhr wurde bei jedem seiner Opfer gefunden, jedoch ohne Fingerabdrücke oder sonstige Hinweise. Falls Sie Hinweise haben sollten, melden Sie sich umgehend bei der Polizei. Weißt du, wir arbeiten seit Monaten an diesem Fall. Und die einzige Spur ist diese Spieluhr mit dem Kolibri. Deswegen nennen Sie ihn den Kolibri-Killer. Sie arbeiten an diesem Fall? Das heißt, Sie... Beim LKA. Dein Freund und Helfer sozusagen. Deswegen habe ich dich auch mitgenommen. Aber ich bin gerade nicht im Dienst. Lassen Sie mich sofort hier raus. Du hast es gewusst. Du hast es von Anfang an gewusst. Thank you.
wir haben wieder einen Code 6. Es ist eindeutig der Kolibri-Killer. Die Spilo liegt hier neben der Leiche. Junge Frau, Mitte 20. Sauberer Halskehlenschnitt. Ja, bis gleich. Ich habe lange gebraucht, um es zu verstehen. Aber ein Stück fehlt mir noch in meiner Sammlung. Das ist also der Grund, wieso du mich bei der Leiche beobachtet hast. Du fragst dich jetzt bestimmt, weil ich das weiß. Die Spiegelung der Spieluhr hat dich verraten. Vor einigen Wochen wurde ein Mädchen angefahren. Von einem schizophrenen Typen. Der immer wieder an Blackouts leidet. Hast du davon gehört? Ja, habe ich. Das Mädchen hätte gerettet werden können. Aber zur gleichen Zeit wurde der Bundespräsident schwer verletzt eingeliefert und die Notärztin musste sich entscheiden. Sie entschied sich für den Bundespräsidenten. Macht mich das zu einem Mörder? Macht mich das zu einem Mörder? Macht mich das zu einem Opfer? Gestern wurde ein weiteres Opfer des Kolibri-Killers gefunden. Am Tatort selbst wurden keine Spuren gefunden, bis auf eine Spieluhr. Ah.
Du hast sie sterben lassen. Du hättest sie retten können. Aber du hast meine Schwester sterben lassen. Ich werde dich in Ehren halten, meine geliebte Schwester. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.